guten Morgen, es ist noch ganz früh. Ich glaube, wir haben nicht mal 8 Uhr. Die Männer sind gerade aus dem Haus zur Schule und zur Arbeit. Und ich habe gerade den Vlog von gestern beendet und habe euch erzählt, warum ich im Moment so down bin. Also, ja, wenn euch das interessiert und ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr das Video von gestern anschauen, weil ich wollte jetzt nicht nochmal alles erzählen, weil es ja einige gibt, die wirklich tatsächlich täglich unsere Videos schauen. Ich versuche jetzt diese ganzen doofen Gedanken beiseite zu schieben, ganz weit weg, denn es bringt nichts, sich bekloppt zu machen. Und ich versuche positiv durch den Tag zu gehen. Wir haben heute einen Hebammentermin zur Kontrolle. Ich bin jetzt in der 35. Schwangerschaftswoche. Soweit ich sagen kann, geht es dem Baby super. Sie bewegt sich ganz viel, hat Schluck auf, liegt immer noch mit dem Rücken nach vorne, hier auf der linken Seite. Und ich glaube, es ist ein bisschen weiter runtergegangen, der Bauch, weil ich habe nicht mehr so oft Sodbrennen und ich kann etwas besser auf dem Rücken liegen. Das ging erst gar nicht mehr und jetzt geht's wieder zum Glück. Und heute soll auch die Akupunktur starten bei der Hebamme. Ich glaube, die ist für, dass sich die Geburtswege weiten oder weichen oder also erweichen oder wie auch immer man das nennt. Für eine leichtere Geburt. Ich habe das damals nicht gemacht bei meiner ersten Geburt oder Schwangerschaft. Da habe ich gar nichts davon gehört und mitbekommen. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe noch nie Akupunktur gemacht. Ich habe da ein bisschen Bammel vor, ehrlich gesagt. Weil, also alle sagen, es sind ganz kleine Nadeln und das ist gar nicht schlimm. Aber, ich weiß es nicht. Ich lasse mich mal überraschen, ob es wehtut oder unangenehm wird. Manche sagen auch, das wird dann so warm drumherum und ja. Mal schauen. Ansonsten werden die wahrscheinlich wieder CTG heute machen. Das macht sie immer nur so 3 bis 5 Minuten. Einmal horchen, ob alles gut ist, ob ich Venen habe oder so. Dann wird sie HB-Wert testen. Ich nehme ja ganz fleißig meine Eisentabletten und der ist auch gut. Aber ich muss trotzdem immer weiternehmen und aufpassen. Sie kontrolliert das regelmäßig. Weil wenn der HB-Wert unter 10 fällt, dann darf ich nicht im Geburtshaus gebären. Deswegen sind wir da hinterher, dass das immer schön über 10 bleibt. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, 11,8. Also alles im grünen Bereich. Und ich nehme die sehr regelmäßig und sehr viele. Ich glaube, ich nehme mittlerweile 3 Stück am Tag. Manchmal vergesse ich eine, weil man darf die ja irgendwie oder sollte sie 2 Stunden nach dem Essen oder eine halbe Stunde vor dem Essen. Das ist dann immer so 3-mal am Tag. Ich esse eigentlich durchgehend am Tag immer irgendwas am Snacken. Da den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist manchmal schwer. Und dann vergesse ich es halt, eine zu nehmen. Und dann nehme ich den nächsten Tag 4. Ja, so ist das. Ich gehe jetzt mal duschen und mache mich ein bisschen fertig. Und dann, geht's fast schon los mittags. Also ich gehe dann, ich fahre mit Smurfy zum Laden, zum Bernd. Wir werden da Mittagessen alle zusammen, bevor wir losfahren ins Geburtshaus. Wir haben ja ungefähr 1 Stunde Weg. Und damit wir nicht wieder vorher bei Burger King enden, werden wir diesmal vorher im Laden Gyrosuppe essen. Und ich nehme euch mit. Und ich versuche auch im Geburtshaus zu filmen, oder Bernd, während der Akupunktur, wie ich leide oder entspanne. Je nachdem, lassen wir uns überraschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, wir sind unterwegs. Wir wollen schon Großeinkauf machen. Und im Kaufland waren wir heute. Bernd räumt gerade alles ein und dann geht es direkt zur Hebamme, zum Geburtshaus. Und mit dem Pony ein bisschen nachgeschnitten. Würde ich den so schräg zu machen? Gucken. Der Anfang ist ja schon gemacht. Ich komme ja überhaupt nicht aufraffen, mich zu schminken die letzten Tage. Ich habe immer nur Tagescreme im Gesicht. Ich sehe keine Notwendigkeit im Lockdown. Irgendwie. Hallo. Ach, Brot würde ich jetzt mal nehmen. Ja, haben wir ja alles dabei. Und kein Desinfektionsmittel dabei, ne? Haben wir nicht im Kofferraum? Nee. Kriegen wir ja gleich bei der Hebamme. Ach so, ja. Du meinst wegen jetzt Essen, ja. Ne? Oder? Ja.
Bezahlen musste man hier nicht fürs Parkticket oder so, ne? Haben wir ja ein Ticket gezogen. Ja. Na guck, sind wir wieder ganz pünktlich bei der Hebamme. Und wie wir alt sind. Ja, wenn kein Stau kommt. Ich glaube, heute sind auf dem CTG Venen zu sehen. Habe ich irgendwie so im Urin. Hm. Einmal Pistis und. Ja. Dann gefressen, dann wollte er laufen weiter. Ja. Und so ist das im Leben. Gewöhnlich an Quarantäne im Auto. Urin ist schon mal okay. Ja. Also kein Zucker drin und so. Das ist der Herzschlag, oder? Ja, klar. Dann bis zu 160 können die pumpen. Ja, aber so hört er sich doch sonst nie an. Das hört sich an wie immer. Ja. Michaela. Ja. Das ist immer so. Mach's mal dramatisch, hab dich jetzt nah rangezoomt. Pferd. Und jetzt weit weg. Jupp. Mal da ran. Wenn ich tief einatme, geht die zweite Zahl immer hoch. 1% im Bauch, Luft, Bier. Jetzt vielleicht gestern den Grappa nicht trinken sollen, die 18. Meinst du? War nicht gut. Ich will da trinken nur 10. Angst vor Akupunktur. Warum? Ich hatte doch vor allem Angst, oder? Auf damit, das ist echt nicht schlimm. Weißt du? Hast du das schon mal gehabt? Ja. Warum hast du das schon mal gehabt? Ich nicht, aber ich hab wie den einer gekriegt hat. Das hast du schon mal gehabt, ja. Warum? Nur zu lügen? Ich hab nicht gelogen, hab das nur falsch verstanden. Mhm. Und gehofft, dass du das so hinnimmst. Mhm. Das ist keine Notlüge. Ich habe Akupunktur gekriegt, weil ich so gut aussehe. Okay, nehme ich jetzt so hin. Akupunktiert haben sie mich mit Dartpfeil. Glühende Nadel. Ich habe nicht, hab nicht einmal Öl gemacht. Mhm. Du bist auch ein Mann. Du wirst die Geburt auch auf eine Arschbacke aussetzen. Ich will kein Kind kriegen wollen. Du willst kinderlos bleiben? Ja. Adoptieren. Da ist der Herzschlag im Hintergrund. Ja, war doch gerade auch. Das habe ich gerade nicht gehört. Ich habe nur dieses Tick-Tick-Tick. Das ist vom Gerät immer. Gehört. Das ist die Nadel da vom Tinten besser. Ja. Das wusste ich nicht. Deswegen dachte ich, das hat ja wie immer. Doch, das Herz ist im Hintergrund. Ja, das habe ich gar nicht gehört. Familie im Hintergrund, den du angemacht hast, der so schön fackelt jetzt. Ist auch richtig kalt geworden. Als wir nach Hause gefahren sind von der Hebamme, waren 2 Grad draußen. 2. Richtig kalt. Das merkt ihr, hat Kohle gegessen. Ja. Er wollte mehr essen. Ja, aber wir heizen nur mit dem Kamin und deswegen hat Calvino den jetzt erstmal schnell angemacht, ne? Mhm. Ja, macht jetzt schön Wärme hier. Ja, also ich wollte euch eben erzählen, was bei der Hebamme sich ergeben hat. Oh. Es ist alles in Ordnung. Die haben gesagt, dass die Kleine so ungefähr 2,5 Kilo wiegt und dass sie bestimmt noch bis zum ET aushält, drin zu bleiben, weil meine Sorge ist ja, dass es so früher oder zu spät losgeht und dass ich dann nicht im Geburtshaus entbinden kann. Und alles ist gut, CTG ist gut, also keine Venen, so wie ich es vermutet hatte, habe ich ja gedacht, er zeigt heute Venen an, aber alles ist gut. Und Akupunktur haben die gemacht und es tat echt nicht weh, es war ein bisschen so unangenehm. Aber naja. Ist ja auch klar, wenn man Nadeln reinkriegt. Ja. Aber wenn die dann einmal drin sind, ist es gar nicht schlimm. Ich habe jeweils in jedes Knie eine bekommen. Aber man muss da ganz still halten, ne? Ja, ich habe ganz still gehalten. Ja, wenn man sich bewegt, tut das, glaube ich, weh. Ja, das war halt doof. Die haben das ja durch die Hose gestochen. Ach so. Und ich habe so wie so eine Jogginghose an. Und wenn ich dann mein Knie bewegt habe, also ich saß auf so einem Stuhl,
Und hat die Hose sich bewegt und dann war das auch unangenehm an der Nadel. So, also die Nadel, die da drin ist. Und eine gab es hier auf dem Kopf. Da haben die gesagt, das ist die leckt mich am Arschnadel. Die soll wohl machen, dass einem so, dass man, keine Ahnung, keine Angst hat und so vor der Geburt. Ja, haben die gesagt. Ist das die Arschnadel, haben die? Die leckt mich am Arschnadel, haben die gesagt. Ernsthaft jetzt? Haben die ehrlich gesagt, ja. Und das war, pass auf, das war voll peinlich, weil ich war erst am CTG, das ist ja dieses, wo die Herztöne hören, das habe ich dir schon mal einen Mitschnitt geschickt vom Ton, ne Calvino? Mhm. Da liegt man auf so einer Liege und hat die Schuhe aus und so ganz gemütlich und sie so, ja, dann gehen wir jetzt rüber zum Akupunktur und ich dachte, dann lege ich mich in einen Raum auf so eine Liege. Ja. Und bin alleine und soll ruhen halt, weil die Nadeln bleiben ja eine halbe Stunde drin. Was hat er da? Was hast du da, Murphy? Ja, das habe ich halt gedacht. Und deswegen habe ich gesagt, so, ja, soll ich die Schuhe wieder anziehen? Ja, wie sie möchten. Dann habe ich die halt ausgelassen, weil ich ja dachte, ich komme wieder auf so eine Liege für die Akupunktur. Und dann mussten wir halt so zwei Räume weiter und da saßen, da war so eine Kaffeekranzrunde, da saßen halt drei andere Frauen. Und Bernd sollte sich halt ein bisschen weiter wegsetzen, wegen Abstand halten. Und ich habe Pause, weil ich komme jetzt hier und man sieht mich. Man sieht dich nicht. Man sieht nur, nicht mal den Fernseher sieht man. Ach so. Ja. Ah. Ja, dann kann ich mich ja auch so hinstellen, ne? Ja. Geil. Kann ich ja mehr dran, als ich dachte. Und dann sollte ich mich halt zu diesen Frauen da setzen. Und ich dachte jetzt, das ist das Wartezimmer, wo es dann zur Akupunktur geht, aber nein, das war es auch nicht, sondern die Frauen, die da saßen, hatten alle schon Nadeln drin. Das habe ich erst gar nicht gesehen, dass sie halt im Kopf und an den Händen und an den Knie alles Nadeln hatten. Ja, und dann halt habe ich mich dazu gesetzt und ohne Schuhe saß ich dann halt da, weil, ne, dann habe ich gesagt, kann ich mir ja auch meine Schuhe anziehen, weil ein Zeh nicht auf eine Liege geht und in so einen Raum und ich ruhen soll oder so. Ja, und dann habe ich meine Schuhe wieder angezogen. Dann habe ich die Nadeln bekommen. Und nach einer Viertelstunde hat die einmal so gezwirbelt an den Nadeln. Da hat sie gesagt, dann geht das, also die, weiß jetzt nicht mehr welche, aber die einen gehen zum Muttermund, dass der weich wird. Die anderen gehen zum, weiß ich nicht, dass es weich wird. Also, dass halt alles weich wird und dass alles gut flutscht quasi. Ja. Calvino tobt mit Smurfy, wie ihr hört. Ui, die rennen hier irre rum. Haben Spaß. Ja. Und dann haben wir gerätselt, weil die andere Schwangere, die da war, die hat am 14. Januar Entbindungstermin. Und wie die das machen, wenn halt mehrere gleichzeitig anrufen, ne? Im Geburtshaus. Was sind ja nur zwei Hebammen und nur so ein paar Räume. Also eine Badewanne, ein Raum wie so ein Wohnzimmer zur Entbindung. Mal gucken. Hoffen wir einfach, dass es so alles nacheinander passiert. Ja. Gut, habe ich euch das auch erzählt, weil ich heute nicht so viel gefilmt habe. Nehme ich euch gleich noch ein bisschen mit. Ich habe nämlich was bekommen heute. Das ist heute geliefert worden. Und das zeige ich euch gleich. Ich bin ganz aufgeregt. Der Bernd bringt das gleich mit. Der Bernd ist noch auf der Arbeit jetzt. Und er bringt das nachher mit. Und dann kann ich das direkt ausprobieren. Ich bin aufgeregt. Und Rezeptebuch. Ist halt, die ist 1,5 Kilo, Teig kann ja fassen. Und jetzt, das ist ja, die Backmischung ist 1 Kilo und Wasser muss da rein 640 Milliliter, also das ist ja 1640. Also nein. Das geht trotzdem. Ja, das ist ja nicht Milliliter. Das vermengt sich ja. Ja. Wo ich das übermachen? Nein. Aber hier lasse wieder. Oh, ich hab deinen Kopf nicht mitgefilmt. Ich hab deinen Kopf nicht mitgefilmt. Der ist eh nicht wichtig. Oder den Popo. Tada. Nun direkt anschmeißen? Ja, aber du kannst direkt ein Brot backen, oder? Backe, Brot. Dann einmal auswaschen hier den Kollegen. Mit Liebe. Das hat mit Liebe. Ja.
kaputt. Ein Blick in die Chaosküche für alle. Mhm, so sieht es hier normalerweise aus. Wie früher, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin. So. Ist auch müde. Ich bin immer müde. Wir sind alle immer müde. Sogar Calvino sagt, er ist müde. Das heißt schon was. Wie geht das? Durchmachen? Ja. Ja. Du hast es doch auch mitgemalt. Ne, ich hab's reingedrückt richtig rum. So, und jetzt? Jetzt muss erst Wasser rein. Wie viel? 600 Liter. 600 Liter Wasser. 640. Weil sonst, das hatte ich früher oft, wenn ich dann das Brot, also das Pulver reingemacht habe, dann war das Mehl noch in den Ecken und so. Und da habe ich mir angewöhnt, immer erst das Wasser 500. zuerst. Salz auch oder ist das alles mit drin? Das ist alles mit drin. 140. Ja. Bist du d'accord? Mhm. Wollen wir den erst hier mal anschließen? Wir reden kaum, man merkt, wir sind müde. Piep. Morgen früh. Einfach hier reinmachen, oder? Ja. Morgen früh kann ich dann zeigen, wie das Brot aussieht. Das wird jetzt bestimmt einige Stunden backen. Ach, heute war das Video online, wo die Hotpot-Dinger verlost wurden. Müssen wir dann mal die Tage auslosen. Wer das da? Ich durfte ihn nicht essen mehr. Nee, den einen Tag hatte ich das Video schon gedreht, wo ich die an euch verschenkt habe. Also, dann wollte Bert eins essen und ich habe gesagt, nee, geht nicht. Ist für die Zuschauer. Meine Güte, was eine Panschelacke hier. Ja, weil das gerissen war, ne? Oh, jetzt kommt der Schrömmel. Jetzt ist er da. So, und jetzt? Ja, warte. Ist noch mehr drin? Ja. Und echt jetzt für die paar Staubkrümel? Ja. Piep. Und jetzt? Jetzt müssen wir gucken, welches Programm. Was haben wir denn für ein Brot überhaupt genommen hier? Ein Bauernbrot. 500 Gramm, ne? Ja. Medium, Dark oder Rapid? Ich würde mir erstmal hier ein Programm aussuchen. Zum Beispiel Vollkorn. Wo? Wie Nummer 3? Auf 3. Genau. Und da hast du. Ja, und dann? So. Hier kannst du die Color. Ja, Medium, Dark, Rapid. Vielleicht. Ja. Medium, Spaß. Ne? Ein bisschen länger und kürzer. Ne, dann kannst du. Kannst auch sagen, der soll erst um 6 Uhr anfangen oder um. Wann auch immer. Wie denn? Ja, hier, mit Timer. Nein, ja. Timer ist die Zeit. Nein. Och, Bernd. Wieder mit Timer. Ist egal, das laufen wir mal an, mal gucken. Genau. Ja. Komm mal her. Man gefällt ihm nicht, sagt er. Hör auf, ihn zu ärgern. Oh, Baby!
ist doch nur der Brotback-Bernd. Der Brotback-Bernd. Ja. Dann ist das ja, wir haben jetzt gleich 9 Uhr, dann ist das um 12:30 heute Nacht fertig, das Brot. Alles gut. Im Brotbackbiegel. Nein, ja. Nein. Schwänzchen geht aber wohl ein bisschen. Alles gut. Ja, fein. Ja, kannst du den gleich noch in HWR bringen, bitte? Hier den Ananassaft, bitte. Ja, ne. Danke. Also, Milo. Wolltest du eine Wasabi-Nuss haben? Wolltest du eine Wasabi-Nuss? Die scharfe Nuss. Ach die. Ja, so, boah, ich sehe richtig fertig aus. Ja, ich habe euch gestern erzählt oder gezeigt, dass wir das Lebkuchenhaus ja backen wollten. Das hat ja nicht geklappt mit dem Eischnee und eigentlich wollte ich heute beim Einkaufen mehr holen. Hör mal auf zu bellen. Oder Etty. Diese Paste. Zuckerpaste für aufs Lebkuchenhaus, um das zusammenzubasteln, beides vergessen, obwohl ich es auf der Einkaufsliste stehen hatte. Ja, so ist das Leben als Blitzbirne, da vergisst man alles. Gut, so, das war unser Tag im Groben. Viel gefilmt habe ich ja nicht. Tut mir leid. Bin ganz fasziniert davon. Mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, sie versteht nicht, warum man sowas braucht. Sie knetet das einfach, das ist doch keine Arbeit, lässt den gehen und knetet den wieder. Ich finde das toll so. Mega. Medizin. Ich dachte, du bist komisch. Das ist der Brotbackmaschinentanz. Wer mag das, die von dem Tag der komischen Geräusche tanzt? Wer sagt, du bist ein Terminator? Der Verminator. Der Bernminator. Smash the bird. Ja gut, wir verabschieden uns jetzt vom Vlog. Und morgen melden wir uns wieder in alter Frische, oder? Alter Frische. Mit vielleicht nasche ich aus einem Topf was raus. Von den Currywürstchen? Nein. Keiner mehr. Ich hoffe, dass wir die Verlosung noch vor Weihnachten schaffen, also dass es noch vor Weihnachten ankommt alles. Nach Weihnachten bestimmt auch Livestream und erzählt uns unsere Arbeitslosigkeit. Ach so, ja, wegen Lockdown. Also, dazu muss man sagen, dass sie die Videos ja 2 Wochen versetzt sehen. Das heißt, wenn die dieses Video sehen, ist wahrscheinlich schon der Lockdown. Wo sind wir jetzt von Arbeit? Oh, ich habe einen Krampf im Kiefer. Kennst du das, wenn du so komische Grimassen machst? Aber ich öfter, dann kriegst du einen Krampf. Ich glaube, gestern in dem Vlog habe ich davon erzählt, dass... Von einem Krampf? Ja, von einem Krampf, den du heute bekommst. Von dem Lockdown, der vielleicht kommt und... Der Brot schon fertig, der Brot. Arbeitslos. Der Brot ist noch nicht fertig. Der Brot sieht eklig aus. Ja, das ist jetzt dein täglich Brot. Maden. Maden, was redest du denn? Maden. Ja, wo ist er? Er sagt, dann isst er das, wenn da Maden drin sind. Er isst auch die Maden oder was? Ja. Gut, also. Jetzt aber, ich verabschiede mich und wir melden uns morgen wieder. Bär. Jetzt hat er sich den Popel über den Kopf gezogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagt alle Tschüss. Tschüss.